Yeah. Na, 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 na. She crazy, I like it. Get under my skin, baby, let me tuck you in. Put you to sleep right. Persuasive, enticing. Burning body like a match, pop like a black cat. Light up the whole night. Every time my baby come around me, she can't come and get it. Put her down like Paris, that's grounded. Have you seen different colors? Let me take you high. Look up in the sky, make you pop, pop, pop like power. Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Die Katze ist aus dem Sack. Ihr wisst, dass ich mein Studium abgebrochen habe und deshalb geht es hier auch bald weiter mit neuen Uni-Vlogs. Also keine Sorge, es wird bald wieder Study-Content geben und ich freue mich enorm drauf. Aber noch ist es nicht so weit. Ich habe jetzt noch ungefähr 2 Wochen. Heute ist Dienstag. Und Montag in 2 Wochen geht's los und ich bin auch schon total aufgeregt. Ich finde nur irgendwie, dass ich nicht so in dem richtigen Mindset bin, weil ich hier in meiner Ilmenauer Wohnung bin und sich das falsch anfühlt, was komplett anderes zu studieren, während ich hier in Ilmenau sitze. Also ich brauche irgendwie einen Ortswechsel. Deshalb werde ich vermutlich dann auch relativ viel vielleicht wieder zu Hause bei meinen Eltern sein. Ich weiß es nicht genau. Aber heute in dem Vlog nehme ich euch einfach nochmal ein paar Tage mit in meiner freien Zeit. Vielleicht seht ihr es ein kleines bisschen im Hintergrund, aber wahrscheinlich nicht so gut. Ich habe hier eine Lichterkette gespannt. Das ist die, die ich auch in meinem Kinderzimmer hatte. Und ich habe die jetzt nach Monaten endlich mal mitgenommen und werde jetzt mal schauen, dass ich ein paar Postkarten da dran befestige. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh, hell no, I won't play the monster. No matter what you tell yourself, I should have known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. We could never be friends. We could never be friends. Beim Frühstück ist dann meine Kamera ausgegangen, weil der Akku leer war. Das ist jetzt schon wieder ein paar Stunden her. Wir haben es jetzt fast um 2. Und ich habe gerade mein Video gedreht für Sonntag und ich bin so gespannt, was ihr sagt. Ne? Wenn das Video online ist, dann seht ihr das ja schon. Something and now it's drastic. Don't tell your friends, we're so done. It never ends, you having fun. An dieser Stelle möchte ich euch den heutigen Sponsor des Videos vorstellen. Und zwar wird dieser Vlog in Zusammenarbeit mit den Gargoyles gedreht. Was genau das ist, habt ihr schon gesehen, als ich eine Wäsche angeworfen habe. Und zwar sind es diese blauen Bälle, von denen ihr euch vielleicht schon gefragt habt, was das ist. Und ich erkläre euch das Ganze jetzt und ich habe auch noch einen Rabattcode für euch, also bleibt auf jeden Fall dran. Erst einmal möchte ich mich bei der Firma bedanken, dass sie mir 3 von diesen Bällen zur Verfügung gestellt haben. Ein Gargoyle, ich hoffe übrigens auch, dass ich es richtig ausspreche, weil es ein französischer Name ist, ist ein ökologisches Waschmittel, was dafür sorgen soll, dass weniger Müll verbraucht wird und man nicht immer so viel Waschmittel nachkaufen muss. Darin befinden sich 150 biokeramische Kugeln, die den pH-Wert des Wassers verändern und dadurch Flecken aus der Kleidung entfernen. Erst einmal ist der Ball komplett recycelbar, denn die Kugeln darin sind biologisch abbaubar. Das heißt, die verbrauchen sich mit der Zeit durch die Wäsche und sind dann einfach aufgebraucht. Und den Ball könnt ihr zurückschicken an die Firma und die befüllen dann das Ganze neu. Das heißt, es gibt einen Zyklus, insofern die Nutzer das natürlich nicht wegwerfen. Ich finde diese Möglichkeit aber total cool, dass es dann einfach weiterverwendet wird und andere Leute noch davon oder ihr selbst auch direkt wieder davon profitieren könnt. Ich habe mal ausgerechnet, dass wenn ich 2 Wäsche in der Woche mache, sind das ungefähr 104 Wäsche im Jahr.
Und damit könnte ich tatsächlich 14 Jahre hinkommen. Allerdings ist der Normalverbrauch bei einer Familie ein bisschen höher und normalerweise macht man wahrscheinlich auch eher eine größere Wäsche. Das heißt, das Unternehmen selbst sagt, dass die Bälle für ungefähr 4 bis 5 Jahre halten. Ich persönlich finde die Bälle sehr, sehr gut. Ich habe die jetzt ein paar Mal getestet bei, ich glaube, 6 bis 7 Wäschen und bin absolut überzeugt. Es riecht halt nach nichts. Also der Schweißgeruch ist weg, aber an sich riecht die Wäsche nach nichts. Deshalb würde ich euch trotzdem empfehlen, entweder einen Duft mit dazu zu geben oder Weichspüler. Ich habe einfach Weichspüler verwendet. Und was ich auch noch sehr, sehr wichtig zu erwähnen finde, ist, dass die Firma sich für Strandreinigung einsetzt, zum Beispiel in Sri Lanka. Ich verlinke euch unten die Website. Ihr könnt also da auf jeden Fall nochmal nachschauen und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr sehr, sehr gerne meinen Rabattcode verwenden. Der lautet einfach Clara10, ist hier auch eingeblendet und steht auch nochmal in der Infobox. Mit diesem Code könnt ihr in den nächsten 2 Monaten 10% auf eure Bestellungen bei den Gargoyles sparen und ich hoffe, dass es für euch eine coole Möglichkeit ist. Schaut mal, was gerade mit der Post ankam. Jetzt ist es offiziell. Krass, ey. Es ist Dienstagmorgen. Gestern war Pfingsten. Und ich nehme euch heute wieder mit zurück nach Ilmenau. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich bei meinen Eltern nicht so viel vlogge oder wenn ich hier bin. Liegt tatsächlich daran, dass ich die meiste Zeit dann auch einfach mit meinem Freund unterwegs bin oder mit seiner Familie oder mit meiner Familie. Und dass jetzt nicht unbedingt so die Szenarien sind, die man vloggen kann. Ich hatte ein sehr, sehr schönes, langes Wochenende. Habe mich auch endlich mal wieder mit Freunden getroffen, die ich sehr, sehr lange, sehr, 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 sehr lange nicht gesehen habe. Also gestern war ich bei einer Freundin, die mit mir auch in der Schule war. Und ich glaube, wir haben uns das letzte Mal im September gesehen. Demnach war das ein unfassbar schöner Moment für mich. Ich bin jetzt zurück in meiner Wohnung und bin irgendwie mega happy immer, wenn ich hier reinkomme und das Bücherregal sehe. Es ist meine große Liebe. Ja, ich werde jetzt natürlich erstmal ein bisschen aufräumen müssen. Ich war auch gerade schon einkaufen, habe auch alles bekommen. Dadurch, dass ich jetzt nur so 2, 3 Tage da bin, also ja, jetzt nicht so lange auf jeden Fall, brauchte ich jetzt nicht so viel und war deshalb ein sehr, sehr kleiner und auch sehr, sehr günstiger Wocheneinkauf. Willkommen zurück zu einem neuen Tag auf meinem Kanal und es gab gestern wieder die absolute Eskalation. Ich habe wieder angefangen auszusortieren. Ja, ich habe nämlich gestern eine Serie angefangen auf Join, weil ich einfach irgendwie was Lockeres gucken wollte, so ein bisschen, ja, wie so ein bisschen RTL und bin dann bei einer Serie von Six gelandet mit dieser Isabella, dieser Ordnungscoachin. Vielleicht kennt ihr die irgendwie von YouTube. Ich glaube, die Organisation heißt The Home Habit und sie hilft halt Leuten, Problemzonen zu organisieren, strukturieren, aufzuräumen und ich habe das irgendwie, ich glaube, 4 Stunden geguckt und konnte nicht schlafen, weil ich das so cool fand. Und dann habe ich angefangen auszusortieren, dachte mir so, ja, nur mal fix meine Kommode, ne, mal schauen, ob da irgendwelche Sachen drin sind, die ich jetzt nicht mehr brauche, aber ich habe letztens ja schon meine Kommode aussortiert. Ja, und dann ging es halt, as always, mit diesem Schrank weiter. Es ist unglaublich, wie viel man teilweise tatsächlich noch machen kann. Deshalb zeige ich euch jetzt mal den aktuellen Stand, wie es in den Schränken gerade aussieht und was mein Plan für den heutigen Tag jetzt erstmal ist. Also erst einmal, der aktuelle Stand sieht so aus auf meinem Schreibtisch. Ich kann euch gleich mal zeigen, ich habe hier so eine Box eingerichtet mit meinem ganzen Washi-Tape. Das war vorher in der Box hier, jetzt sind hier nur noch so ein paar Postkarten drin und dann liegt da einfach alles Mögliche an Bastelzeug, Stiften etc. Ja, hier die beiden Fächer sind dadurch jetzt auch ein bisschen leerer erstmal. Und hier unten weiterhin meine ganzen Ordner. Ich habe aber hier das Fach vor allem neu geordnet. Ich habe nämlich so eine Box gefunden, wo ich halt diese ganzen Notizbücher jetzt reingepackt habe und die ich halt aktiv brauche, stehen so vorne, dass ich da halt ja gut von oben rankomme. Und die ganzen hinteren sind meine alten Bullet Journals, die ich jetzt eigentlich nicht so brauche. Dadurch konnte ich halt gerade hier oben sehr, sehr viel Platz schaffen und auch im angrenzenden Fach. Weshalb ich dann eben auch einige Sachen aus diesem Schrank mit rübergenommen habe. Hier ist jetzt nochmal ein bisschen mehr Platz bei meinem ganzen Filmzeug. Hier unten habe ich weiterhin meine Kochbücher und habe jetzt aber auch die restlichen Uni-Sachen vom letzten Semester mit da reingeräumt. Im mittleren Schrank hat sich nichts geändert. Ja, hier ist auch Müll ohne Ende. Und hier drüben habe ich tatsächlich ein bisschen aufgeräumt. Und zwar habe ich
auch diese Schüsseln, die waren vorher unter der Spüle im Schrank mit hier hochgetan, weil hier eigentlich so meine ganzen Aufbewahrungsboxen sind. Dann eine Etage weiter unter, unten habe ich jetzt die Messbecher noch mit hin. Die standen auch irgendwie immer überall und nirgends, teilweise im Bad. Und hier sind ganz viele Frühstückssachen, also hauptsächlich eigentlich auch unangefangene Marmeladen, aber ja. Und dann ganz unten noch so ein paar Trinkflaschen und auch ein bisschen Alkohol. Ja, genau. Und das ist jetzt erstmal so der Stand der Dinge. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich definitiv diesen Schrank hier niedriger machen möchte. Also ich möchte den Vierer hier stehen lassen, den Zweier woanders hin tun. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wie ich das anstellen soll. Vielleicht klappt es auch am Ende gar nicht und ich baue es dann wieder um. Aber es stört mich irgendwie sehr, dass das hier so viel Platz einnimmt und so groß aussieht, so gigantisch aussieht. Problem ist aber halt auch, dass wenn jetzt nur der Vierer dasteht, ist der Schreibtisch halt relativ hoch. Und es kann sein, dass ich dann meinen Ofen nicht mehr aufbekomme und deshalb muss ich auch überlegen, wo ich den Zweierblock hinstelle. Und ich hatte auch eine Idee, ich weiß noch nicht, ob das funktionieren wird, aber ja, wir werden sehen. Ich probiere jetzt mal ein bisschen weiter rum und mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. Übrigens ist draußen wieder das absolute Regenwetter und ich habe mir hier sogar so eine kürzere Hose rausgesucht. Beachtet bitte nicht die Unordnung. Ich habe auch gestern Abend nochmal, ich glaube, 15 Minuten Hula Hoop gemacht. Ich hoffe, ich kriege es auf die Reihe, dass nächste Woche, wenn Uni wieder ordentlich losgeht, für mich, also das Fernstudium, dass ich das dann wieder auf die Reihe bekomme, das regelmäßig jeden Morgen zu machen, vielleicht auch zweimal am Tag. Weil eigentlich macht es mir schon Spaß. Ich kann es bis jetzt auch nur in Einrichtungen, aber ja, wir werden sehen, weil eigentlich finde ich das Ding ziemlich cool. Ich habe es jetzt extra wieder aufgebaut, ich habe es nämlich letztens mal zusammengebaut, um es mit zu meinen Eltern zu nehmen und habe es dann, glaube ich, ja vergessen und danach halt auch hier in immer noch nicht weitergemacht. Und ich denke, wenn der hier so die ganze Zeit irgendwo rumsteht und mich anschaut und einfach im Weg ist, werde ich ja bestimmt eher dazu kommen, mich endlich wieder damit auseinanderzusetzen. Die Ecke ist jetzt leer. Ich muss schon sagen, es gefällt mir tatsächlich deutlich besser, wenn die Ecke leer ist. Ja, am liebsten würde ich ja Bücherregale mit hinstellen, ne? Aber ich brauche den Platz halt leider auch für was anderes. Und ich werde jetzt den Block da reinstellen. Ich habe auch gerade eine Idee bekommen, wie ich das lösen kann mit dem Schreibtisch und so weiter. Falls es funktioniert, we will see and we hope so. Aber ja, ich stelle das jetzt erstmal dahin und schaue dann mal weiter, wie es läuft. Und natürlich, ja, spätestens jetzt ist halt das größte Chaos ausgebrochen. Kleiner Zwischenstand, sieht jetzt so aus. Diese Ecke ist damit auch tatsächlich soweit fertig. Im Gesamtüberblick ist jetzt hier halt natürlich wieder viel, 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 viel mehr Platz. Und ich finde, dadurch wirkt der Raum einfach wieder größer, was ich sehr, 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 sehr schön finde. Und ich werde es jetzt auch definitiv erstmal so lassen. Genau, dann schwenken wir hier einmal übers Bett, über meinen ganzen Kram und kommen dann hier zu dieser Ecke. Da steht jetzt mein Ofen drauf und ich habe jetzt hier unten ja noch zwei Fächer Stauraum, die ich vorher nicht hatte. Und ich habe mir hier schon so eine Box zurechtgelegt, die muss ich noch auffalten. Die habe ich gerade ein bisschen sauber gewischt. Da werde ich meine Backutensilien alle komplett reinpacken und vielleicht passen dann auch noch ein paar andere Küchensachen mit rein. Und die werde ich dann nach unten stellen. Und in das obere Fach könnten dann theoretisch Bücher rein. Also ich muss mal schauen, wie ich es mache. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.